Ich rufe Tagesordnungspunkt 13 auf. Antrag der Fraktion DIE LINKE betreffend geplante Reform der Erbschaftssteuer ist unsozial und verfassungswidrig. Drucksache 19-3842. Die vereinbarte Redezeit beträgt 5 Minuten. Als erstes hat sich Kollege von Willi van Ooyen zu Wort gemeldet von der Fraktion DIE LINKE. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Eigentlich hatten wir als Fraktion schon überlegt, ob wir unseren Antrag zur Erbschaftssteuer überhaupt noch im Plenum behandeln. Da es in diesem Hause leider nicht vergönnt war, nach der entscheidenden Sitzung des Bundesrates darüber zu reden und uns zu diskutieren. Ich habe es ja nicht für möglich gehalten, wie schnell beispielsweise der Vorsitzende der hessischen SPD es schafft, sich von den Beschlüssen seiner eigenen Partei im Bundestag und dem Bundesrat zu distanzieren. Sie, Herr Schäfer-Gümbel, haben am Wochenende dem Spiegel ein Interview gegeben, und das ist eigentlich der Anlass für die Erbschaftsdebatte, die wir jetzt hier noch führen können, in dem Sie erklären, die SPD solle sich im Bundestagswahlkampf für eine bessere Erbschaftssteuer einsetzen. Noch im Oktober hatte es Ihre Partei in der Hand, dafür zu sorgen, dass die Erbschaftssteuer verfassungsgemäß neu geregelt wird. Stattdessen aber hat sich die SPD wieder einmal dafür entschieden, in der Großen Koalition in Berlin ein Gesetz zu beschließen, das an der Vermögensverteilung in Deutschland keinen Millimeter rüttelt. So ließ sich das auch in einer Pressemitteilung der SPD-Bundestagsfraktion zu diesem Erbschaftssteuergesetz. Natürlich hätten sich die Sozialdemokraten an der einen oder anderen Stelle noch mehr gewünscht, aber das jetzt Beschlossene ist ein Erfolg. Noch einmal, die SPD im Bundestag hält die Erbschaftssteuer für einen Erfolg. Nun können Sie aber hier erklären, warum diese Reform kein Erfolg war. Aber dann erklären Sie bitte auch, warum irgendwer es Ihnen und Ihrer Partei noch abnehmen sollte, dass die nächste Erbschaftssteuer nicht wieder genauso aussieht wie diese. Dazu kommt folgendes Problem. Sie wollen die Erbschaftssteuer demnächst wieder reformieren, und dafür die Wiedererhebung der Vermögensteuer soll verzichtet werden. So als ob man das eine nur tun könnte, wenn man das andere lassen würde. Tatsächlich aber zementiert die SPD mit ihrem vermurksten Erbschaftssteuerreform ein Gesetz, das die Superreichen weiter verschonen wird, und dies über Jahre hinweg. Wir reden bei der Erbschaftssteuerreform nämlich auch immer über Schenkungssteuer. Und selbst wenn man annehmen würde, die SPD würde bei der Bundestagswahl eine absolute Mehrheit erzielen, ich weiß, es klingt absurd, aber nehmen wir es einmal an, selbst dann würde es wenigstens bis Ende 2019 oder bis 2020 dauern, bis ein neues Erbschaftssteuergesetz in Kraft treten würde. Was glauben Sie, wird passieren? Genau. Es werden einige relativ junge Menschen durch Schenkungen sehr reich werden, einfach weil ihre Eltern die Erbschaften als Schenkungen vorziehen, um so in den Genuss des sozialdemokratischen Erbschaftssteuergesetzes von 2016 zu kommen. Hier haben Sie Superreichen schon ein riesiges Steuergeschenk gemacht, das nicht mehr einzuholen ist. Jetzt vor diesem Hintergrund auch noch die Wiedererhebung der Vermögenssteuer zu verzichten, ist grundfalsch. Wer wirklich etwas mehr für die Umverteilung tun will, braucht die Vermögenssteuer. Deshalb selbst die GRÜNEN haben dies mittlerweile beschlossen. Wie sich die Landtagsfraktion der GRÜNEN dazu verhält, darauf bin ich allerdings noch sehr gespannt. Auf die SPD ist jedenfalls kein Verlass in dieser Frage, und Sie halten das Fähnchen immer schön in den Wind und sind dann um keine Erklärung verlegen, warum es auch diesmal mit einem Politikwechsel leider, leider nichts wird. Wir als LINKE sind und bleiben hier glaubwürdig. Wir stehen weiter für die Umverteilung, für eine gerechte Erbschaftssteuer und für eine Vermögensteuer für Reiche.
Ich würde noch einmal auf den besonderen Punkt 3 noch einmal eingehen. Ich denke, hier müssten wahrscheinlich auch die SPD wenigstens zustimmen. Aber ich denke, wir werden das im Ausschuss noch einmal diskutieren. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege van Ooyen. – Als nächste Rednerin spricht schon Frau Kollegin Arnold von der CDU-Fraktion. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Linksfraktion! Weil Ihr Antrag vom 4. Oktober 2016 schon seit Langem überholt, nicht mehr diskussionswürdig ist und es hier anscheinend nur um die Äußerungen von Ihnen, Herr Schäfer-Gümbel, heute geht, werde ich mich sehr kurz fassen. Ich stelle hier und heute für meine Fraktion fest, dass die vom Vermittlungsausschuss vorgeschlagene und inzwischen bereits umgesetzte Neuregelung der Erbschaftssteuer einen entscheidenden Beitrag leistet. Erstens, sowohl auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu reagieren und die gerügten bisherigen Regelungen anzupassen, als auch zweitens, unsere Unternehmen nicht unnötig zu gefährden und damit Arbeitsplätze zu sichern. Daher war es folgerichtig und sinnvoll, dass auch unsere Landesregierung am 14. Oktober 2016 im Bundesrat für diese Änderung gestimmt hat und damit für Planungssicherheit sowohl für die Länder als auch für die Unternehmen und die damit verbundenen Arbeitsplätze zu sorgen. Das Erbschaftssteuergesetz ist auch nach der Einigung ein an Komplexität wohl nur schwer zu überbietendes Regelwerk. Ich nenne dazu nur einige Stichworte: Zinskorridore, Abschmelzmodelle, Stundungsregeln. Es handelt sich um eine komplexe Materie, bei der scheinbar einfache Antworten und einfache Lösungsansätze mit erheblichen Risiken und Nebenwirkungen einhergehen und unzählige Arbeitsplätze gefährden würden. Ob dies gerecht wäre, halte ich für äußerst fraglich. Wichtig ist aber vor allem, dass es gelungen ist, in dieser schwierigen politischen Gemengelage des Bundesrates einen Kompromiss zu finden. Denn es war einerseits wichtig und notwendig, die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts umzusetzen und andererseits auch schnellstmöglich für Planungs- und Rechtssicherheit zu sorgen. Dies sichert Arbeitsplätze in den Unternehmen, die auch nach der Übertragung auf die Erben fortgeführt werden können. Der von Ihnen vorgelegte Antrag macht einmal mehr den unersättlichen Hunger der LINKEN nach immer mehr Steuereinnahmen deutlich, und dies auch noch in Zeiten von Rekordsteuereinnahmen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, hier will DIE LINKE nichts weniger als unter dem Deckmantel der Gerechtigkeit mal wieder maßlos abkassieren, um Gelder für ihre unzähligen Spielwiesen locker zu machen. Wir werden uns daher zu Recht nicht daran beteiligen, Ihre sozialistischen Vorstellungen zur Enteignung von Familienunternehmen zu unterstützen, mit der Sie den Arbeitnehmern in diesem Unternehmen auch noch einen großen Bärendienst leisten würden. Ihren Antrag lehnen wir selbstverständlich ab. Vielen Dank, Frau Kollegin Arnold. – Als nächster Redner spricht nun Kollege Schmidt von der SPD-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die Neuregelung der Erbschaftssteuer war in der Tat eine schwierige Geburt. Die Union wollte weitgehende Ausnahmeregelungen schaffen, die CSU die Erbschaftssteuer ganz kippen. Und letztlich haben Bundesrat und auch der Vermittlungsausschuss aus Sicht der SPD Verbesserungen gebracht. Ob diese, Kollege van Ooyen, letztlich verfassungsgemäß sind, wird, davon gehe ich ziemlich aus, ein weiteres Mal das Bundesverfassungsgericht entscheiden. Ich habe mir noch einmal die Entscheidung vom 17. Dezember 2014 angeschaut mit seinen 294 Randnummern. Ich wage keine Prognose, ob das neue Gesetz in jeder seiner Detailregelungen diesen Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts entspricht. Aber lassen Sie mich, ich glaube, das ist notwendig, nach auch dem Beitrag der Kollegin Arnold zu der Frage Erbschaftssteuer Grundsätzliches sagen. Die Erbschaftssteuer ist ein Beitrag zur Herstellung sozialer Chancengleichheit, die sich in einer freien Ordnung eben nicht von selbst herstellt.
Das Grundgesetz hat mit seiner Verpflichtung aller öffentlicher Gewalt auf das Sozialstaatsprinzip die Ausrichtung auf soziale Gerechtigkeit zu einem leitenden Prinzip aller staatlichen Maßnahmen erhoben. Die Erbschaftssteuer dient deshalb nicht nur der Erzielung von Steuereinnahmen, sondern ist zugleich ein Instrument des Sozialstaates, um zu verhindern, dass Reichtum in der Folge der Generationen in den Händen weniger kumuliert und allein aufgrund von Herkunft oder persönlicher Verbundenheit unverhältnismäßig anwächst. Als Ursache für die wachsende Ungleichheit lässt sich nach der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung ausmachen, dass gerade die Einkommen aus Unternehmenstätigkeit und Vermögen im Vergleich zu den Arbeitnehmerentgelten überdurchschnittlich gestiegen sind. Die Erbschaftssteuer wirkt der Gefahr entgegen, dass durch eine zunehmende Ungleichverteilung von Mitteln die Chancen auf gesellschaftliche wie politische Teilhabe auseinanderdriften und sich so letztlich Einfluss und Macht zunehmend unabhängig von individueller Leistung verfestigen und an Herkunft gebunden sind. Mit diesem Zweck ist die Erbschaftssteuer ein Instrument, mit dem der Staat ungleichen Lebenschancen entgegenwirkt. Begründet der Gesetzgeber durch die Erbschaftsbefreiungen bei der Erbschaftssteuer und damit Ungleichbehandlungen unterliegen diese einer umso größeren Rechtfertigungslast, je mehr sie geeignet sind, soziale Ungleichheit zu verfestigen. Werden gerade diejenigen verschont, die als erfolgreiche Unternehmer über die größten Vermögen und damit auch überheblichen Einfluss auf das Gemeinwesen verfügen, und wird gerade ihnen ermöglicht, dieses Vermögen insbesondere an Familienmitglieder weiterzureichen, ohne dass diese hierfür eigene Leistungen oder Fähigkeiten eingebracht hätten, verfestigt und verstärkt dies die ökonomische Ungleichheit. Meine Damen und Herren, Sie werden sich fragen, warum reden der so geschwollen daher? Das sind nicht meine Aussagen, sondern das ist aus dem Minderheitsvotum, zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Meine Damen und Herren, diese Auffassungen sind unsere Auffassungen, auch als Sozialdemokraten an dieser Stelle. Da wird die Erbschaftssteuer in ihrer Bedeutung auch richtig dargelegt. Deswegen lassen Sie mich in der Kürze zur Verfügung stehende Zeit unser Konzept, das sich genau an diesen Grundaussagen orientiert, noch einmal darstellen. Wir stehen zur Erbschaftssteuer, anders als die CSU. Ja. Weil wir ungleiche Vermögensverteilung eben nicht fortschreiben wollen, sondern diese ungleiche Vermögensverteilung in Deutschland muss korrigiert werden. Und dazu ist die Erbschaftssteuer ein zentrales und wichtiges Element. Zweitens. Wir wollen die Freibeträge allerdings so gestalten, dass das Haus des Vaters oder der Oma vererbt werden kann, ohne dass dafür Erbschaftssteuer anfällt. Ja, das halten wir für richtig. Ja, wir wollen auch, dass Wohlstand vererbt werden kann, ohne dass zu hohe Erbschaftssteuerlasten entstehen. Aber was wir als Sozialdemokraten nicht wollen, ist, dass Millionenvermögen oder sogar Milliardenvermögen vererbt werden, ohne dass Erbschaftssteuer oder nur geringe Erbschaftssteuer anfällt, meine Damen und Herren. Und wer an dieser Stelle permanent Ausnahmen generiert und Freistellungen generiert, sodass am Ende die Reichsten in dieser Republik verhältnismäßig ungeschoren und ohne Zahlungen davonkommen, der wird soziale Gerechtigkeit und Ausgleich nicht herstellen können. Und deswegen ist es ein Gebot. Und deswegen wird es bei der Bundestagswahl eine zentrale Auseinandersetzung. Wie gehen wir mit der Erbschaftssteuer um? Und wird dieses Instrument dazu genutzt, um endlich für mehr soziale Gleichheit in der Bundesrepublik zu kommen, meine Damen und Herren? Herr Kollege, Sie müssen zum Ende kommen. Deshalb, wer ohne eigene Leistung Millionen erbt, kann mehr als andere zu guten Straßen, zu Schulen und auch zu besserer innerer Sicherheit beitragen. Das ist unsere Auffassung als Sozialdemokraten. Vielen Dank, Herr Kollege Schmidt. Als nächste Rednerin spricht nun Kollegin Erfurth von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Bitte, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich will es gleich vorweg sagen, auch für uns Grüne ist die Erbschaftssteuer ein wichtiger Beitrag zur Chancengerechtigkeit und Steuergerechtigkeit und Chancengerechtigkeit und auch
Sie schafft sozusagen die Mittel, dass wir Bildungsgerechtigkeit herstellen müssen. Von daher ein wichtiges Instrument und ein wichtiger Teil der vermögensbezogenen Steuern. Und, auch das darf man nicht vergessen, es ist auch ein wichtiger Teil bei uns im Landeshaushalt, eine wichtige Einnahmequelle, auf die wir in Hessen auf gar keinen Fall verzichten können und sollten. An die Adresse der Kollegen von den LINKEN. Also, Ihr Antrag der ist ja reichlich überlagert. Das haben Sie ja selbst eingeräumt, Herr van Ooyen. Und irgendwie werden solche überlagerten Anträge auch nicht besser, wenn man das in die inzwischen eingetretenen Veränderungen völlig ignoriert und das dann zum Anlass nimmt, hier alte Bekenntnisse aufzuwärmen. Also ein bisschen ist diese Debatte, ja, ich würde mal sagen, so ein Scheingefecht. Die haben Sie den Kollegen Schäfer-Gümbel draufgesetzt, weil Sie die parteiinterne Findung zur Vermögensteuer hier noch einmal thematisieren wollten. Geschenkt sollen Sie so machen. Ich bleibe bei der Erbschaftssteuer. Ich habe gesagt, es ist eine wichtige Einnahmequelle, und wir konnten auf gar keinen Fall riskieren, dass diese wichtige Einnahmequelle für das Land Hessen hier verloren geht. Und deshalb ist es wichtig und richtig, dass die Große Koalition sich auf Bundesebene irgendwie noch zusammengerauft hat, um dieses Gesetz zu machen. Das war nicht einfach für beide Seiten und auch für die, die dann im Bundesrat gefordert waren, ob sie Zustimmung geben. Da gab es ganz unterschiedliche Wege und unterschiedliche Vorstellungen, wie Gewerbesteuer, wie Erbschaftssteuer zu funktionieren hat. Und der gefundene Kompromiss, der glänzt nicht. Das ist unnötig kompliziert. Auch wir hätten uns transparentere und systematischere Regelungen vorstellen können. Und es gibt weiterhin viele Unterschiede bei den Vermögensarten. Und auch ich würde keine Garantie dafür geben, dass das am langen Ende verfassungsfest ist. Das ist alles noch offen, aber der große Wert an sich war, es haben sich die Fraktionen einigen können. Und es ist ein Kompromiss gefunden worden, auf dem auch alle Bundesländer nachher eingeschwenkt worden sind, oder die Mehrheit der Bundesländer. Und ich glaube, das ist wichtig. Da haben wir Handlungsfähigkeit zurückgewonnen auf Bundesebene. Und deshalb ging es nicht mehr darum, Maximalforderungen durchzusetzen und noch eine Schleife an irgendeinen Paragraphen zu binden, sondern es war wichtig, dass wir überhaupt eine Lösung hatten. Und darüber bin ich froh. Und nach der nächsten Bundestagswahl gucken wir, wie es dann weitergeht. Und dann sind die Karten neu gemischt. Und dann können wir wieder neu diskutieren, wie eine gute und gerechte Vermögensteuer und Erbschaftssteuer aussehen. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Frau Kollegin Erfurt. – Als nächster Redner spricht nun Kollege Hahn von der FDP-Fraktion. Bitte, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! So richtig wirklich brauchen wir die Debatte heute nicht. Aber wir können sie ja gerade noch zu Ende führen. Aber ich will es auch sehr kurz machen. Wir brauchen sie deshalb nicht, weil es die Entscheidung der beiden Häuser der deutschen Regierung, der deutschen Parlamente gibt, und Bundestag und Bundesrat. Und jetzt ist vollkommen klar, dass, und da bin ich bei meinem Mitstudenten Schmidt, dass das Bundesverfassungsgericht sich mit dem Thema wieder beschäftigen wird. Und ich habe das Gefühl, dass bei der Verhandlung des Bundesverfassungsgerichts leider nicht diese Debatte in irgendeiner Weise Beachtung finden wird. Zweite Bemerkung. Es ist unstreitig, dass es sich bei der Erbschafts- und Schenkungssteuer um eine typische Substanzsteuer handelt. Sie knüpft nicht an den Tatbestand der Einkommensentstehung, sondern an den Eigentumsübergang an. Das mit der Erbschafts- und Schenkungssteuer besteuerte Vermögen ist bei seiner Entstehung bereits vielfach besteuert worden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das sollte man nicht vergessen, sondern man sollte schon schauen, wo man als Staat meint, zulangen zu müssen. Die Erbschafts- und Schenkungssteuer, zweite inhaltliche Bemerkung, ist eine Bagatellsteuer, die etwa 0,8 % des Steueraufkommens ausmacht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, für 0,8 % ein derart umfangreiches, und du hast ja, Norbert, selbst auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts hingewiesen mit den vielen Bemerkungsnummern, Entscheidungen zu treffen, ist eigentlich ein bisschen unwirtschaftlich. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir halten es deshalb dafür, dass das Geld, wenn es einmal versteuert worden ist, genug versteuert worden ist und nicht mehrfach versteuert werden muss. Ein letzter Hinweis.
ein letzter Hinweis sozusagen zur Friedlichkeit dem Abend gegenüber. Wenn überhaupt die Erbschaftssteuer einen Sinn macht, dann müsste das die Kompetenz der Gesetzgebung auf die Länder übertragen werden. Wenn es denn überhaupt einen Sinn macht, dass man eine Substanzsteuer, die auch noch eine Bagatellsteuer ist, einrichtet, dann sollte es derjenige entscheiden können, dem das Geld auch zufließt. Und das sind die Länder. Und dann könnte man nämlich vielleicht sogar eine Art von Wettbewerb aufmachen. Die Bayern würden garantiert keine Erbschaftssteuer einführen. Die Hessen kommt darauf an, wer gerade regiert, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und dann könnte man vielleicht auch ein bisschen Bewegung hereinbringen. Wenn Sie natürlich alles gleich machen, ja, Sie wollen ja keine Bewegung haben, Sie wollen einfach abzocken. Und das unterscheidet Freie Demokraten nun eindeutig von Ihnen, von den LINKEN, dass wir nicht wollen, dass die Leute gnadenlos abgezockt werden. Weder die Bewohner von Wohnungen in Hessen durch eine hohe Grundsteuer, noch diejenigen, die an Erbschaft antreten, noch diejenigen, die in Wohnungen sitzen und teure EEGs bezahlen müssen, meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen wir doch den Bürger ein bisschen mehr Spielraum mit seinem Geld, nicht erst die zweite Hälfte für sich, sondern vielleicht schon zwei Drittel für sich. Vielen herzlichen Dank. Danke, Herr Kollege Hahn. Für die Landesregierung spricht nun Staatsminister Schäfer. Bitte schön, Herr Dr. Schäfer, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Nachdem die Mehrzahl der Redner eben zum Ausdruck gebracht haben, dass sie der Auffassung seien, der Debatte hätte es eigentlich nicht bedurft, sieht es die Landesregierung nicht als ihre Aufgabe an, dieselbe noch zu verlängern. Wir glauben auch nicht, dass es Aufgabe der Landesregierung wäre, den Meinungsbildungsprozess einer großen Volkspartei, der ja so ein bisschen sinuskurvenförmig in diesem Thema zu verlaufen scheint, zum gegenwärtigen Zeitpunkt zu bewerten. Insofern herzlichen Dank, dass Sie mir zugehört haben. Vielen Dank, Herr Dr. Schäfer. Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Damit sind wir hier am Ende der Debatte. Der Antrag wird in den Haushaltsausschuss überwiesen.